Heute werden wir Ripplefield beenden, hier in Kirby's Dream Land 3. Wir haben den kleinen Pitch bei uns. Der wird mit uns ein bisschen rumfliegen. Wir werden uns aus dem Wasser bringen, mein Gott. Jetzt reicht aber mal mit der Wasserwelt hier, oder? Und warum ist er so langsam? Das liegt wirklich nur am Sand, dass wir hier so langsam sind. Okay. Oh, aber wir können unseren Partner wieder ändern, wenn wir wollen. Ja, mache ich das am besten mal, weil das ist ziemlich langsam hier. Hier war's mit Nago. Ist auch ziemlich langsam. Bist du langsam? Er ist hier nicht langsam. Ja, okay, sorry, dann habe ich einen offensichtlichen Gewinner. Aber ich finde das cool, dass man in den meisten Leveln Freunde finden kann, die man als Ability nutzen kann. Das finde ich cool. Und gib mir mal die Stone Ability, weil mit Rig ist das ziemlich lustig. Da kann man nämlich so rollen. Erinnert mich immer an Donkey Kong Country. Da konntest du mal auch mit Barrels oder generell mit Donkey Kong, mit Diddy Kong so rollen. Das fand ich ganz lustig immer. Ja, die sind überall Sterne drin, falls es einen interessiert. Wir rollen jetzt durch die Gegend. Schneller geht's nicht, kann ich sputen. Aber brauchen wir auch nicht. Wir gehen einfach ganz entspannt entlang. Du. Und kriegen, weil ich das Wunder-Up. Was glaubt ihr, was für eine Zahl kriegen wir am Ende zusammen? Enem in der Miste, Rabbit in der Kiste, Enem in der Weg, und du bist weg. Dann gehen wir unten lang. Oh. Das war, glaube ich, der normale Weg. Ich glaube, oben wäre noch ein One-Up gewesen oder sowas. Naja, Glücksspiel halt. Und was ist hier? Wie so ein Labyrinth-Level. Oh nee. Diesmal gehe ich unten lang. Ja. Mitte, die goldene Mitte. Unten, okay. Warte, muss ich jetzt die ganze Zeit. Ja. Warum Spiel? Okay, oben, unten. Dann noch links, rechts, A, B, Start oder was passiert ihr dann? Ah, nicht so schnell rennen. Hier lang. Oh Gott, das muss jetzt aber nicht hier sein, Spiel. Vier Stück? Ich gehe hier lang. Ah, ja, oben. Okay, oben, unten, obere Mitte. Und das wäre es dann gewesen. Okay, das ist dann das Ende. Ah! Sakurai, was hast du dir bei diesem Level Design gedacht? Ich glaube, er hat im Spiel gearbeitet, oder? Ich glaube schon. Wie Rick immer aussieht in dieser Kugelform. Merke ich erst jetzt. Schon ganz lustig. Okay, es war. Ich glaube, es war hier. Ja. Sieht man schon am Rand des Bildschirms, dass es hier war. Hä? Tut das weh? Ja, das tut weh. Aber wir können es auch auf den Boden fallen lassen. Und dann macht es kein Damage mehr. Bam! Müssen wir aber aufpassen und im richtigen Timing tun. Na gut, jetzt hätte ich gerne keinen, aber dann gab es nichts zur Auswahl, also. Nee. Na, wo geht's lang? Frage aller Fragen. Oh, damit komme ich aber schnell nach unten. Gehe ich mal nach unten rechts. Ist sowieso ein ganzes Labyrinth hier. Bam! Hä, ist da kein Stern drin? Bam! Ich mag aber diesen Effekt, der darüber scheint, mit diesen Sternen überall, die so rüberleuchten. Diesen Filter vorne, den finde ich cool. Hä, okay, ich komme wieder hier raus? Hä? Oh! Oh oh! Oh, verdammt. Ich hätte wahrscheinlich die Blöcke so arrangen müssen, oder? Aber da habe ich auch die falsche Ability für. Okay. Ja gut. Dann werde ich das, wenn ich das Level durch habe, nochmal nachholen. Aber erstmal machen wir das Level durch. Aua. Aber ganz schnell. Boah, und langsam nervt die Ability. Komm. Was? Was soll das denn jetzt? Ess einfach die Blöcke auf. Rick, stell dich so an. Stell dich nicht so an. Hä? Einfach so ein Yoshi-Ei. Da kam einfach so ein Yoshi-Ei raus. Und es sind noch mehr von denen. Bam. Oh, verdammt. Ah, doch, ich komm noch mal runter.
Weil hier ist eine Tür. Muss ich nach oben? Muss ich nach unten? Das ist schon wieder viel Bonus. Hi. Nehmen wir richtig. Habe ich nichts gegen. Sage ich jetzt nicht nein zu. Außer deine Ability ist wieder blöd. Obwohl, die ist okay. Mit der kommen wir einfach nach oben. Von daher, das ist okay. Schnell. Dreh dich schneller. Cool, du musst dich schneller drehen. Warte, müssen wir drüber fliegen. Oder können wir die kaputt schlagen? Oder können die kaputt schlagen? Oh, das ist cool. Bam. Yeah. Was wollt ihr blöden Fallen, hä? Denkt ihr, könnt mich austricksen? Nope. Und der stinke sauer, weil ich das Porträt nicht gemacht habe. Ich hol's ja jetzt nach. Keine Sorge, ich mach ja schon. Zu weit. Na böse, wenn das einem schaden würde, oder? So Damage machen würde. Das ist ja böse. Okay. Dann hol ich das nach. Schaut euch das mal an. Bonk. Hole in one. Oh, das ist ja super. Warte, wie sieht das mit Nago aus? Hatten wir das schon mal? Hi, Nago, hier. Achso, ja, das war der Pogo-Stick. Der war auch super. Ich muss mich jetzt hier entscheiden, mit wem ist es am besten, das Puzzle zu machen. Mit ihm auf keinen Fall. Vielleicht auch einfach alleine. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, ich mach's alleine. Sorry, Leute. Ich kann mich nicht trauen. Ja, ich bin down gegangen, habe meine Ability verloren. Okay. Es soll so aussehen wie er, also... Es soll wie so eine Art Stern darstellen, also wie so ein kleines Puzzleteil. Ich weiß nicht genau, was es sein soll, aber... Das muss ich mir versuchen zu merken. Und dann jetzt hier wahrscheinlich nachbauen, oder? Oh, vorsichtig. Das Problem ist, wenn ich loslasse, Kirby schwimmt immer noch ein bisschen nach unten weiter. Das muss ich bedenken. Während ich das baue. Ich hoffe, ich mache es richtig. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst mit diesem Hinweis anfangen soll. Ja doch, scheint richtig. Da war der Sound. Und dann beende ich schnell das Level. Und dann sollte das geklappt haben. Denke ich. Ja. Ah! Und noch ein Gegner am Ende. Wow, knapp. Ich habe jetzt mal Kuh nicht mitgenommen, weil ich sowieso weiß, dass er mir nur hindern wird. Ich sollte Mitte landen. Ah, schade, ich brauche halt die Leben, ne? Na gut, dann müssen wir es halt so versuchen gegen den zweiten Boss. Akro, das ist ein neuer Charakter. Und scheint wie ein Wal. Das sieht so realistisch aus. Warum sieht das so realistisch aus? Gui, hilf mir mal. Ich bin fast tot. Nein, doch keine gute Idee mit Gui. Ah, Spende. Ich war nicht vorbereitet. Man wird einfach rausgeschmissen aus dem Level. Ja, jetzt war sowas normal. Oh, jetzt habe ich keine Ability. Ich kann ihm... Ja, wenn man keine Ability hat, dann muss man einfach... Ja... Ohne schaffen. Und Gui lässt sich gerade killen. Greif voran! Ah, ich muss ihn befehlen anzugreifen. Mit A. Ja. Dann mach ich das ohne Gui. Aber ist das alles, was der Wal macht? Ich glaube, es soll ein Wal sein. So ein fetter, kleiner Wal. Nee, ab der Hälfte macht er einen anderen Trick hier. Und wie Kirby guckt. Nee, nein, keine Lust. Oh, ich muss hinterher schwimmen. Aber wie lange? Ah, die kann ich gegen ihn schleudern. Oh! Boah, so ein Totenkopf. Okay. Boah, sehr intenser Kampf. Ich hab Schiss. Was macht dein Steinchen? Okay. Blam. Ich muss timen, so. Ja. Aber ich krieg immer nur einen hin. Oh, das ist blöd. Ich krieg immer nur... immer nur einen hin. Jetzt haben wir beide zwei Leben noch. Okay, er hat ein bisschen weniger. Aber ich glaube trotzdem, dass ich ihn zweimal treffen muss, damit ich seine zwei Leben wegbekomme. Also eineinhalb, meine ich.
Whatever. Jetzt? Nein, ist er nicht. Nein! Jetzt sind wir auf dem Gleichstand. Oh, dass das nicht getroffen hat, das ist super ärgerlich. Okay, falls ich jetzt down gehen sollte, schneide ich das. Aber ich denke nicht. Ich glaube, das schaffe ich. Der Kampf ist das nicht unbedingt schwer. Es ist nur blöd, nervig und etwas schwierig, ihn zu treffen. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Ich kann auch nur mit Steuerkreuz übrigens steuern. Merke ich gerade. Dann mache ich das mal als kleine Challenge. Ich habe nur Angst, dass er auf einmal zu mir hin dasht. Da hat er so was Ähnliches gemacht gerade. Oh, die Steuer. Ah, nein! Nein, nein! Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Nein. Nein. Das stimmt gar nicht. Okay. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich hab's ganz legitim, legit geschafft. Und so. Ja. Genau. Und hiermit können wir das ganze Dunkle in Ripplefield entfernen. Dauert ein bisschen lang, die Cutscene immer. Und wir schwimmen unter Wasser. Yeah. Wir tanzen unter Wasser, wollte ich eigentlich sagen. Aber was soll's? Level 3 und das wirkt wie ein Gebirge. Sand Canyon. Gui. Und dann der nette Pig. Okay, das war echt lustig. Das war echt lustig. Und bin das nur ich oder erinnert euch dieses Icon irgendwie auch an Paldeen Wupa, also Felino, also ein bisschen. Oh, die Musik! Die soll ich wahrscheinlich wieder nicht kaputt machen. Was bist du? Okay, den kann ich da trampeln. Soll ich das machen? Oh, das war ein Fire-Ability. Ich zertrampel den mal. Ah! Ausgepustet. Ich mag die Musik hier, die ist echt schön. Und mit der Fire-Ability kommen wir hier gut durch. Oh, nein! Oh, der ist aber auch böse platziert, ne? Also die zu treffen ist ja eigentlich. Oh, habe ich das falsch gemacht? Bin gerade ein bisschen verwirrt wegen den Blumen. Ich dachte, ich soll es wie beim ersten Level nicht machen. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Krieg ich meine Ability wieder? Blöd. Was ist mit diesem Hasen los? Das ist instant despawned. Und die Musik ändert sich auf einmal. Ah, deswegen. Wir können uns hier wieder entscheiden. Aber ganz ehrlich, ich will mal Pitch wieder nehmen. Pitch hatten wir ein bisschen zu wenig. Genauso wie Choo-Choo. Die hatten wir beide ein bisschen wenig. Und schaut euch das mal an hier. Ich kann ihn rumschießen lassen. Der macht dann für mich die ganze Drecksarbeit. Und ich find's einfach lustig, wie der so rumreitet, der Kirby. Bonk. Schwinde! Doch verdammt. Da muss ich hoch. Und zack. Das ist einfach cool. Die Ability. Das ist einfach cool. Mach mir den Weg frei. Aua! Da hat mich das Ding noch getroffen. Ah, was da jetzt? Hä? Stein-Ability mit ihm, okay. Wie sieht denn das aus? Miau! Miau! Hat was, aber mag ich nicht. Aber hat was. Und die Ability, muss ich sagen, ist mir ein bisschen zu gimmicky, weil du musst dafür rumstehen. In Kirby-Spielen
stehst du normalerweise nicht rum, sondern du bist ständig unterwegs. Ich meine, da... Ich habe keine Ahnung. Ich finde die Ability nicht wirklich nützlich. Weil du, na wie gesagt, du musst halt rumstehen, damit das funktioniert. Und in Kirby-Spielen bewegst du dich sehr oft. Ich wüsste jetzt kein Level, wo du die ganze Zeit rumstehen musst. Deshalb weiß ich nicht. Lass ich mal liegen. Als ob mich der noch getroffen hat. Ich sterbe, ne? Ist euch was aufgefallen? Lecker. Lecker Fledermaus. Bestimmt irgendwo eine Deutsch. Delikatesse. Ah, wo bin ich? Ich glaube, ich habe gerade realisiert, wie man das Level eigentlich machen soll. Und zwar so. Auch wenn es ein bisschen dauert, weil es keine guten Slopes sind, glaube ich, soll man eigentlich einfach nur mit Kirby ganz gechillt hier runterdüsen. Dann wieder hier hoch. Und dann geht der Spaß weiter. Also eigentlich hätte mich der Vogel nur behindert, statt mir zu helfen. Aber das kann auch mal passieren und ja, wow. Was soll ich da machen? Hi, Höhlenmensch. Einfach mitnehmen. Okay, der macht nichts, der steht da einfach nur rum. Die traurige Regenwolke. Hör mich ganz an. Also wir sind auf jeden Fall ein paar neue Gegner. Das ist auf jeden Fall interesting. Den hier zum Beispiel. Oder halt dann auch den Höhlenmensch. Hier sind aber viele von denen. Wohnen die hier? Oh, was? Ich kann den nur mit einer Ability oder so besiegen. Hast du eine Ability für mich? Nee. Ich glaube, ich muss einfach über die drüber fliegen, sonst machen die mir nur Ärger. Aua. Aber ich brauche auch meine Ability hier. Spiel. Gib mir bitte. Ja, ich kann die so nicht abwerfen. Spiel, bitte gib mir meine Ability. Das wäre ganz korrekt von dir. Bam. Du hast keine Ability? Nee. Ich weiß nicht, in späteren Kirby-Spielen habe ich das Gefühl, da gibt es mehr Gegner mit Abilities. Manche Gegner, die wir auch so normalerweise kennen, kriegen dann auch in späteren Spielen eine Ability zugeschrieben. Aber das werden wir dann noch früher oder später sehen. Ja, okay, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Okay, ich glaube, wir sollen hier die Blumen kaputt machen und nicht die Pilze, so wie ich es gemacht habe. Ups. Perfekt! Das war genau das, was ich wollte. Na gut, dann mache ich das einfach nochmal neu. Ich speedrun das ganz schnell. Und mache alles, was wie eine Blume aussieht, wie hier. Psst, Blatt. Und den nicht. Weil ich glaube, das ist das, was ich machen soll. Deshalb sind die manche auch so... Deshalb sind manche auch so eingeschlossen hier. Zack. Oder auch hier oben. Der hier. Zack. Oh, das waren schon alle. Oh. Aber irgendwie ist das Level doch ab hier noch ziemlich lang, oder nicht? Ja. Eigentlich schon. Hm. Okay. Das war wohl richtig. Denn jetzt ist er glücklich. Yay. Ups. Wollte ich gar nicht. Nee, ich brauche dringend Leben, deshalb. Okay, hab die Flasche bekommen. Hätte auch fürs M gehen können, aber... Habe ich zu spät gemerkt und generell gesehen. Ja, das war ein kleiner Einblick in Sand Canyon. In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann und ciao.